Lieber Herr Hack, wir möchten Sie bitten, sich kurz vorzustellen und würden Sie fragen, wie aus Ihrer Sicht eine zukunftsfähige Wirtschaft aussehen müsste. Mein Name ist Hermann Josef Hack, ich bin Künstler und mich treibt der Gedanke, wie kann man diese Gesellschaft, es gibt nur die eine, wie kann man die verändern? Ich behaupte mal, das größte Problem, die größte Herausforderung, an der wir arbeiten, ist der Klimawandel. Und wir müssen alles tun, damit wir alle zusammen, denn sonst kann es keiner machen, diesen Klimawandel stoppen. Nur die Kunst kann den Klimawandel stoppen, sage ich als Künstler. Und jeder andere wird sagen, nur ich kann den Klimawandel stoppen, wenn er ehrlich ist. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es uns auch gelingen wird. Und dazu müssen wir aber lernen, wie das funktioniert. Das heißt, wie funktioniert unsere Wirtschaft, wie funktioniert unsere Politik? Und dann müssen wir uns einsetzen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir schon verloren. Und es macht auch Spaß, mit anderen gemeinsam etwas zu verändern. In dieser Veränderung, da liegt eine unheimliche Beglückung, wenn wir es schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir nicht gut genug. Dann müssen wir es weiter versuchen. Und in diesen Versuchen werden wir stark werden. Und die Kunst ist da eine ganz wichtige Kraft. Und in meinem Lehrer Josef Beuys, um das mal aufzugreifen, habe ich gelernt, jeder Mensch ist Teil dieses gesamten Kunstwerkes, jeder Mensch ein Künstler in der sozialen Plastik. Das klingt sehr theoretisch, in Wirklichkeit heißt es aber, hey du kannst was machen und ich kann was machen und wir gemeinsam gestalten unsere Welt. Und diese Gestaltung, das ist Kunst. Und wer das nicht macht, der verschläft einfach seine Zukunft und ist schuldig an dem, was passiert, wenn wir alle die Hände in den Schoß legen. Das soll aber nicht so weit kommen, sondern wir ändern was und das schaffen wir nur gemeinsam.